Final Cut, das Marburger Kinder- und Jugendfestival. Seit mehr als 15 Jahren bieten wir den Kindern hier im Cineplex Marburg ein herausragendes Kinder- und Jugendfilmprogramm in unserem Festival Final Cut an. Final Cut war für mich eine Möglichkeit, sich mit anderen professionell über Filme auszutauschen. Ja, es war eine Chance für mich, Filme aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und herauszufinden, wie sie gemacht werden. Eine Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen über Filme und zu diskutieren. Final Cut war für mich, sich anhand von professionellen Kriterien mit Filmen auseinanderzusetzen. Final Cut war für mich eine Chance, Filme im Kino zu sehen, die ich sonst vielleicht gar nicht gesehen hätte. Wir konnten Filme gucken, die erst in einem Jahr rauskommen. Zuerst haben wir Filme geschaut und sie nach 6 Kriterien für gute Kinder- und Jugendfilme bewertet. Wir haben in Diskussionen darüber beratschlagt, wie wir die Filme in den Bereichen Visuelles und Auditives einschätzen. Dabei haben wir versucht, auf unsere Kriterien zu achten und nicht nur auf unsere eigene Meinung zu schauen. Wir haben uns auch in der Gruppe sehr gut verstanden. Was die Arbeit leichter gemacht hat. Das Besondere an Final Cut ist, bei diesem Festival haben nur Kinder und Jugendliche allein die Entscheidungsmöglichkeit, welcher Film am Ende gewinnen wird. Und dass alle Filme im Wettbewerb von Kindern und Jugendlichen gesichtet und bewertet werden und keine Erwachsenen bei den Entscheidungen mitreden dürfen. Paul möchte mit seinem Freund Max seinen vor einem Jahr plötzlich verschwundenen Vater finden. Er war Wissenschaftler und auf der Suche nach einer großen Höhle in den Bergen. Mit einem geheimnisvollen Notizbuch machen sich Paul und Max auf die Suche und erleben eine lange Reise durch Wälder und Berge. Es erwarten sie viele Abenteuer und Herausforderungen für ihre Freundschaft. Nachtwald überzeugt auf der visuellen Ebene, da der Film viele verschiedene Kulissen bietet. Kostüme und Requisiten sind passend zu den einzelnen Charakteren gewählt. Kameraperspektive und Bildauswahl sind sehr gut gewählt, sodass es den Eindruck erscheinen lässt, man sei im Film drin. Die Kameraführung ist ruhig, sodass man den Ereignissen gut folgen kann. Es gibt viele Effekte. Diese spiegeln die Themen des Films sehr gut wider. Der Film überzeugt mit für Kinder und Jugendliche interessanten Themen, glaubhaft dargestellten Figuren und vielen spannenden Szenen zum Mitfiebern. Die untermalende Musik bleibt unauffällig. Sie unterstützt im Hintergrund die jeweilige Stimmung und harmoniert gut mit den natürlichen Geräuschen. Wegen den teilweise dramatischen Ereignissen und einzelnen Gruseleffekten empfehlen wir den Film für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren. Der Final Cut Gewinner 2021 ist Mission Ojafunk! Lemheim, Deutschland. Patschurk, Weißrussland. 1257 Kilometer. In exakt einem Tag, 20 Stunden und 38 Minuten, fällt VR-24-1720 in Patschurk auf die Erde. Und ich werde dort sein. Der Film Mission Ojafunk erzählt die Geschichte der jungen Ulja, die in einer streng gläubigen Gemeinde aufwächst. Sie interessiert sich sehr für Astronomie und entdeckt bei ihren Forschungen einen kleinen Kometen, der auf die Erde rasen wird. Um ihren Eltern und dem Rest der Gemeinde zu beweisen, dass sie mit ihren Forschungen richtig liegt, begibt sie sich auf eine gefährliche Reise nach Belarus. Während der Reise zeigt der Film viele verschiedene Orte und Szenerien. Die Sehenswürdigkeiten werden realistisch dargestellt und die Effekte wirken authentisch. So verleihen sie dem Film eine gewisse Ästhetik. Die Figuren werden mithilfe der Kostüme deutlich charakterisiert und auch der Schnitt hilft, den Film lebendig zu gestalten. Der Film hat viele interessante Toneffekte und beinhaltet eine angenehme Sprachmelodie. Auffällig sind die authentischen Sprachakzente in den Dialogen. Ergänzt wird dies mit Musik zur Untermalung der Szenen. Die Musik spiegelt die Themen des Films gut wider, sodass die Szenen anschaulich gestaltet wurden. Daneben gab es auch in der Handlung abwechslungsreiche Musikelemente wie den Chorgesang und die Radiomusik. Wir empfehlen diesen außergewöhnlichen Kinderfilm ab 10 Jahren.
Und schon sind wir in Polen. Was? Wo ist die Grenze? Hier sieht's so aus wie überall. Was hast du denn erwartet? Keine Ahnung. Militär, Zäune, Panzer, halt viel mehr Action. Was ist das denn für ein Arschloch? Ein Drängler.